Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und willkommen zur nächsten Folge von We Happy Few, Folge 60 an der Zahl jetzt mittlerweile. Wir haben das letzte Mal die drei Geschwistern kennengelernt und die Aufgabe bekommen, Ziegelsteine in die Truhe zu legen. Das Ende vom Lied war mehr Tragen, mehr Kraft, mehr Action. Und Action vor allem dieses kleine Histoplast-Labor, das wir niedergebrannt haben, in wörtlich gesehen, metaphorisch gesehen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir zurück zu den Hexen und dann bin ich gespannt, ob wir Magie kennenlernen werden oder ob das nur alles Hokuspokus ist. Let's fucking do this. So, Speichern nicht vergessen. Das vergesse ich jedes Mal, Speichern. Hat noch bis jetzt noch keine große Relevanz gehabt, zum Glück. Aber wir wollen das Schicksal nicht herausfordern. So, können wir hier raus? Aha, siehste? Da ist sogar noch was versteckt gewesen. Das wäre uns fast entwischt gewesen, wenn wir den ganz normalen Weg zurückgelaufen wären. Na gut. Na gut, wir können es verkaufen. Zumindest hier das Dingens da können wir verkaufen. Das ist bestimmt ganz gut. Aber mehr brauchen wir eigentlich nicht. Oh, das war versteckt. Okay. Äffchen, sie ist ein kleines Äffchen. Okay, wir müssen wieder zurück. Dann können wir hier auch gleich die Grabungsstätte machen. Aber im Grunde können wir da auch schnell hinreisen, um Zeit zu sparen. Mind the gap, please. Und vor allem können wir jetzt ja schon mal anfangen, hier eine Sache schon mal zu craften. Und das wäre das Dexipalm, um schneller rennen zu können. Länger rennen zu können vor allem. Das machen wir jetzt. Zack. Hergestellt. Können wir auch schon... Phytosteroide, ne, da brauchen wir die Süßkartoffeln. Wo finden wir Süßkartoffeln? Und Teeblätter brauchen wir, ganz wichtig. Teeblätter, das vergesse ich immer, weil ich die so unwichtig fand, aber eigentlich sind die mega essentiell. Deswegen, Dexipalm. Wo ist Dexipalm? Hallo? Na? Dexipalm. Nehmen wir mal. Ja, das ist halt wirklich nur mäßig. Es ist echt nicht viel, aber ist auf jeden Fall mehr als vorher. So, alles reingebunkert. Und schon haben wir wieder Platz. Ah, Schwarzpulver gerade noch mitgenommen. Das lassen wir aber auch gleich mal da. Hat zweimal eins Gewicht weggenommen. Okay. Ja, wie sehr ich auch We Happy Few liebe oder mag, eher lieben, ist ein bisschen zu krass gesagt. Freut es mich auf jeden Fall, wenn wir demnächst mal was Neues spielen. Das heißt, demnächst ist ja eigentlich noch... erst noch eine Zeit lang. Obwohl ich mir eigentlich vorstelle... wie gesagt, ich hab's... Ich bleibe nicht fest an einer Meinung. Letztes habe ich ja gesagt, ich überlege mir, die 5000 auf 4000 runterzudrehen. Dann habe ich gesagt, ach komm, die 5000 sind schnell erreicht. Lass uns bei 5000. Jetzt bin ich wieder anderer Meinung. Vielleicht sollte ich mal eine Münze werfen. Aber eigentlich tendiere ich wieder, es auf 4000 zu kürzen. Damit es doch ein bisschen schneller vorangeht. Aber es darf auch nicht zu schnell vorangehen. Aber mein Gott, 4000. Wir haben jetzt 1,5. Und 1,5 waren jetzt ja auch schon lange. Und 4000 ist jetzt trotzdem noch viel im Vergleich zu... Oh. Ist ja trotzdem noch viel im Vergleich zu, ob es jetzt auf keine Ahnung, 3000 machen würde. Ist jetzt ja eigentlich auch nicht gerade weniger, 4000 und 5000, aber schon ein Stück weniger. Ich glaube, ich mach's. 12 auf jeden Fall, 12.000. Weil ich glaube nicht, also kann auch sein, dass es vielleicht auch andere Situationen kommen werden, die mich wieder anders stimmen werden. Aber momentan
denke ich, mein Befinden her, dass wir nicht in die Problematik kommen, zu viel zu freizuschalten und zu viele Spiele zu haben. Denn letztendlich, was passiert denn dann einfach, wenn wir eins freischalten und wir noch kein Spiel beendet haben? Es bleibt einfach nur in der Zwischenablage erstmal. Und ich denke mal, bevor wir dann ein zweites Spiel wiederum freischalten, haben wir bestimmt mindestens ein Spiel von den zwei Belegten dann schon fertig. Und ich meine, The Room ist ja demnächst bald fertig. Wir starten jetzt dann mit demnächst dann. Muss noch ein paar Sachen noch machen im Teil 3. Starten wir mit Teil 4. Das geht vielleicht auch nochmal 20 Folgen oder so. Und dann noch die VR. Aber die VR würde ich, wie gesagt, extra machen. Da unser VR-Slot schon recht voll ist. Und dann haben wir die Sache gegessen. Bis dahin sollte meiner Meinung nach schon ein neues Spiel schon festgestellt werden, welches dann anlaufen wird. Und ich hab so Bock. Ich sag's jetzt einfach mal frei raus. Ich hab Bock auf Metal Gear Solid Rising. Spiel habe ich geliebt. Ich hab's auch einmal durch, aber damals auf der Xbox gespielt. Herrliches Spiel. Ich finde die Story nice. Ich finde die Action ja, nice. Der Ruf laut ja gut durch. Das geht durch. Das geht wahnsinnig gut durch. Aber Metal Gear Solid Rising, das ist so, das feier ich abgöttisch. Und wenn man den Dreh raus hat, dann finde ich, fand ich, dass ich guten Skill hatte. Das ist halt die Überlegung. Nehme ich die Chance und hole mir dann dafür extra einen Controller, einen Xbox One Controller. Aber wenn, dann muss es halt diese rote Camo sein. Und der ist halt momentan echt noch... Ja, mein Gott, was soll der Geiz? Ich hol mir den dann einfach. Auch wenn er ein bisschen, ja, nicht gerade billig zu erwerben ist. Aber gut, das sind vielleicht 20 Euro mehr oder 30 Euro mehr von einem normalen Xbox-Controller. Von daher, das macht den Kohl auch nicht fetter. Oder es auf der Tastatur spiele. Aber ich will ja eh sowieso wieder einen Controller holen. Aber dann würde ich wahrscheinlich, dann statt so zu hocken, würde ich ja wahrscheinlich so hocken. Macht es einen großen Unterschied? Eigentlich nicht. Finde ich nicht. Von daher, ob ich jetzt auf der Tastatur spiele, ich finde, actionreiche Spiele müssen auf dem Controller gespielt werden. Klar, Mausgeschick ist immer noch besser mit der Maus. Die Skills. Aber so Tastenkombinationen, Reaktion, finde ich, bin ich auf dem Controller ein bisschen schneller. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal schnell durch die Quest durch. Did you say the prayer? Yep. I sort of feel stronger, actually. I mean, I can actually carry a bit more. You can't prove it's magic, yeah, though. What if it's psychosomatic? So what if it is? You're still feeling stronger. I'd rather you taught me about herbs. I need them for the drugs I have to make. Patience. You are close to the learning you seek. Our hinge has been occupied. The old stone circle. The wedding party stones. There's ancient power there. The sacred circle has been polluted. If you can clear it, then we'll teach you about the herbs you need. Well, that sounds sort of fun and righteous. Why not? Lass mich raten. Wieder einen Weg laufen. Oh, können wir hier das Gewitter uns anschauen. Ich glaube, im echten Leben würde ich mich das niemals trauen, auf einer Bank zu hocken, während es blitzt. Da kann ja sonst was passieren. Aber vielleicht kriege ich dann Superkräfte, wenn ich von einem Blitz getroffen werde. Aber die meisten, die von Blitzen getroffen wurden, meistens ja nur einmal, maximal, die das dann überlebt haben, die haben keine Superkräfte. Also nein. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. So bekommt man keine Superkräfte. Und klar, ich würde es... Schöne Metallbank. Ja. Ich würde es nicht verneinen wollen. Oder wie heißt es? Ich würde es nicht ablehnen, die Fähigkeit mit Strom hantieren zu können. Aber Strom ist nicht so mein Metier. Ich bin so eher der Pyromane. Die Human Torch. Wenn ich ein Superheld wäre, dann wäre ich die Human Torch. Oder wenn ich im nächsten Leben Ingenieur werde, dann wäre ich Iron Man.
Aber so mit Blitzen. Blöde. Nee, ist nicht meins. You think it's sweet enough? KKK? Sofort abschlachten. It'll just make everything burn a little brighter, is all. Back at the house, we'll give everybody a huge cup of it. It doesn't hurt when we free our souls from their fleshy prisons, does it? I think your heart races for a bit, and then off we go to the ethereal plane, huh? Wie oft war noch der Weltrekord im Vom Blitz getroffen werden? Es gibt einen Weltrekord? Es gibt jemand... Was? Ja, aber... Because we already made two big... Gleich. Can you imagine if we came back to the Reverend Father with a big bowl of hemlock now? He'd laugh at us. Might not even let us come along on the sacred journey. I'll just keep stirring then. All our questions will be answered once we're no longer in the prison of our bodies. That's what he said, right? It's some sort of suicide cult. I'm not gonna let them poison a whole bunch of people. Aber echt, hey. Now I've got to get rid of this poison. Aber erstmal die Erinnerung. I didn't know where else to go. I'm sorry. Did he lock you out? You're here for Rue, I imagine. Rue? Why the hell would I need Rue? She's not... That's an abortifacient. Oh! I'm not pregnant. I can't be. Joy's a contraceptive. The regular kind. Ich bin nicht so der Strommensch, sagte der Ex-Strippenzieher. I'm such an idiot. You have a lot to think about. If you keep it, then we'll help you as much as we can. You'll need to be very brave, dear. Much braver than if you don't. Ja, ich meine, mit Strom arbeiten, ja, aber ich meine so Blitze aus den Händen raus, so, wie heißt der nochmal, der Imperator mäßig, so, das ist so nicht so meins, ich will lieber Feuer entfachen, Sachen anbrennen. Klar, mit Strom kann man auch Sachen anbrennen, das ist ja schon richtig, aber, nee, aber wie, Weltrekord? Ich meine, der Sinn eines Weltrekords ist ja, dass man sich hinhockt und sagt so, ich möchte diesen Weltrekord knacken. Aber Weltrekord, ihm vom Blitz getroffen werden, bedeutet ja, jemand hat sich aktiv bei einem Gewitter sich einblitzen lassen. Mit der Option natürlich, dann vielleicht zu sterben. Und wenn er es überlebt einmal, dann ist wahrscheinlich der Weltrekord noch nicht geknackt. Es dann nochmal zu machen, nochmal zu riskieren, zu sterben? Nein, das macht keinen Sinn. Verrückt. Richtig verrückt. Sleep. Dream. Ah, da ist ja noch einer. Mit der Sonnenbrille, die will ich haben. Nämlich nicht so cool wie Tony Stark. Der einzige Mensch, der 7-mal vom Blitz getroffen wurde, ist der ehemalige Parkaufseher Reutze. Sullivan, USA. 7-mal. Und er lebt. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, so 2-3 Mal oder so. Vor allem, das hört sich halt an, berufsbedingt von dem Blitz getroffen wurde. Oder nacheinander. Das Gift einsammeln. Ups. Audi. Ah, Dreck. Oh, das tut weh. Oh, das sind viele. Habe ich was zum Sprengen? Ha! Oh, das war zu nah. Ha, zu langsam. So wird das nichts mit Metal Gear. Oh, das war blöd. Das war blöd. Oh, gut. Das war gut. You had this coming. Ah, easy. Also nochmal, was? 7-mal vom Blitz getroffen worden.
Ich weiß nicht, ob ich sagen möchte, so viel Pech muss man haben oder eher so viel Glück muss man haben. Aber 7-mal. Das ist nicht normal. Mm-mm. Und er hat keine Superkräfte. Nix. Da gibt es hier einen. In Russland, glaube ich. Oder Ukraine oder Tschechien. So ein Mann, der Strom anfassen kann. Der kriegt keine gescheuert. Nein, er hat keine Superkräfte. Er hat einfach nur, wie war das? Genetisch auch nicht. Zwischen 1942 und 1977. Ah, also nicht alles auf einmal, okay. Der hat irgendwie so eine Hautveränderung oder so. Dass die irgendwie nicht leitet oder irgendwas war da. War das nicht so? Hast du mal davon gehört, Wolf? Ne, nur eine abnormale Anziehungskraft für Blitze anscheinend. Ja, wahrscheinlich. Ja, und... Weiß nicht. Finde ich auch lame. Was willst du damit machen? Dann hältst du Strom, widerstehst du Strom. Aber nass werden kannst du trotzdem. Brennen kannst du auch. Und wenn du nicht trinkst, trocknest du aus und stirbst. Aber halt Strom kannst du widerstehen. Nee, möchte ich nicht. Ist lame. Anzünden ist geil. Dann wäre ich, glaube wieder, wäre ich wieder Raucher. Die Kippe soll mit dem eigenen Finger so anzünden. Oder fliegen können, so wie die Human Torch. Ob das jetzt wirklich realistisch ist. Ich weiß nicht. Gehört noch nicht. Aber du musst ja nur aus irgendeinem Grund genug Widerstand bieten. Mhm. Ich meine, Wolf, ist das realistisch? Wenn ich brenne, kann ich dann fliegen wie die Human Torch oder ist es eigentlich nur Hollywood? Physikalisch gesehen. Macht das Sinn? Aber wenn ich hier in Flammen aufgehe, dann brennt ja in meinem Umfeld ja auch alles nieder. Das ist ja eigentlich auch kontraproduktiv. The people there, they were wearing these sigils. Oh Lord, the Space God people. Ransom Mackenzie's congregation in Gardner House. They were making Digitalax? In small amounts, it's a drug. More than that, it's a poison. You can make it from red foxglove seeds. We make all sorts of useful potions and things out of it. You could too. I think their reverend father is planning for a whole lot of them to kill themselves. I can see a lot of reasons to kill yourself in the garden district. Weil es die Human Torch auch kann. But no one should have their death chosen for them. You know about my mum. I remember there was a terrible accident. Your mum put the wrong herbs in the family dinner. The whole family died except you. Obwohl, du könntest einen Heißluftballon betreiben. Dann hätte ich ausgesorgt für mein Leben. Beruflich gesehen, finanziell. Außer im Winter. Wer will schon im Winter mit einem Heißluftballon fliegen? Mir wäre nicht kalt. Wieder ein Vorteil. So she killed him too. And she couldn't live with herself. I don't know why she left me behind. Machst du dann Ballonfahrten? Yeah. Ja. This is the recipe for Digitalax and something more. Mix it into their poison and it should change from poison to let's call it an eye opener. Was? You'll need Digitalax for that, among other things. Come back and I'll have the rest of what you need. You're making a sort of herbal blackberry joy, aren't you? You know your chemistry. I was on Harry Hayworth's team when we invented joy. One day I hope the goddess will forgive me for that. Ach, sie hat mit unter anderem Freude entwickelt. Okay. Ja, wieso denke ich, dass man fliegen kann? Erstens, weil das Hollywood uns gezeigt hat. Und deswegen frage ich dich als Experte. Ballonfahrten zusammen mit einem brennenden nackten Mann sind bestimmt der letzte Schrei. Ja, aber ich brenne doch. Man sieht doch nicht, dass ich nackt bin. Nee, ich hatte einen komischen Gedanken. Raus.
Ja, aber eigentlich ist es Humbug, oder? Also man fliegt nicht wirklich. Das ist Schwachsinn. Da habe ich mir irgendwas zusammengeraut. Und in Flammen aufgehen ist, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv, hier so alles hier anzuzünden. Meine Klamotten würden auch ständig dann kaputt gehen. Hm. Weiß ich nicht. Wandelt Digitalax von einem Gift in ein aufschlussreiches Halluzinogen um. Digitalax. Fingerhut. Das können wir alles machen. Schlaf gut. Droge lässt das Ziel kurz schlafen. Kann in Zerstörung und Fernangriffe verwenden werden. Digitalax. Samtweichemulsion. Ja gut. Kann ich Leute schlafen legen. Interessant. Als nächstes. Oh, 25 Punkte. Krass. Okay. Hier sperrt so. Achso. Hä? Du musst dir darüber legen. Achso, das fehlt noch. Reduziert Sichtbarkeit. Und das da. Das brauchen wir nicht. Dann haben wir eigentlich alles. Hier doppelter Ertrag einiger gefertigter Drogen. Oh, das brauchen wir. Weil dann kriegen wir doppelt. Hätten wir eigentlich machen müssen. 15. Ich würde ja Asbestinventar empfehlen. Aber das macht so viele Gesundheitsprobleme. Nee. Nee. Lohnt sich auch nicht. Aber in Flammen aufgehen? Für die Show? Okay, was haben wir jetzt? Bestandteile. Babytasche. Müssen wir noch zwei Gegenmittel für Dingsdalax. Mit den Lachs der Hanne. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zurück. Müssen auch mal nach Gustav schauen. Es wird zwar nicht verlangt, aber so langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich habe die ganze Zeit nichts vom Gustav gehört. So glad Foggy Jack doesn't live down there. Ob es den überhaupt noch gibt. Vielleicht ist er auch schon ausgezogen. Ist zur Marine gegangen. Wer weiß. Wobei ich ja immer noch die Geschichte mit dem Asbesttischtuch feiere. D. Mit dem Asbesttischtuch? Erzähl. Wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Ich höre. Was für ein Asbesttischtuch? Hobbynadeln. Oh, jetzt stimmt da. Das ist toll. Obwohl, die Melodie und das Gerät selber erinnert mich schon wieder an das Thema. Oh, meine Kleidung. An Teletubbies. Und bei dem Staubsauger von Teletubbies war ja wirklich ein Mensch drin, der das Ding bewegt hat. So wie bei R2-D2 von Star Wars. Da war ja auch ein kleiner Mensch drin, der das Ding gesteuert hat. Godzilla, glaube ich, auch. Die alten Godzilla-Filme. Das sind ja alles Kostüme. Ganz interessant. Was macht man heute? CGI. Besser denn je. Keiner macht sich die Mehe, wirklich Arbeit zu leisten. Nein, es machen jetzt Computer. Oder jetzt auch. Ja, der Große hatte wohl eine Tischdecke, die aus Asbest gewoben wurde. Aha. Und hat seine Gäste damit beeindruckt, die zum Säubern einfach ins Kaminfeuer zu werfen, wenn die nach dem Festgelager eingesaut war. D. Und die ist feuerfest, gell? Asbest ist feuerfest. Deswegen macht es ja Sinn. Und dann waren die Reste natürlich weg. Die Dreckreste. Aber das Tuch war super. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Ja, und danach hatte er wahrscheinlich dann Lungenkrebs, oder? Ne, was kriegt man von Asbest? Lungenentzündung kriegt man da, glaube ich. War das nicht sowas? Schöne Pneumonie. In Fachsprache. Ist die Tür schon wieder nicht zu? Wer öffnet ständig hier die Tür? Gustav? Bin zu Hause.
Hallo Baby. You're tired, aren't you? Ja, jetzt weinst du wieder, gell? Weil du so hässlich bist, alles wird gut. Why don't you close your lovely eyes? A girl needs her beauty sleep. Wouldn't you like to have some lovely dreams? Mummy could really use some lovely dreams. Mhm. Really oh ja, die could. Könnte auch mal schlafen. Machen wir's mal 6. Dann haben wir noch genug Zeit, Sachen anzufertigen und dann weiterzuführen. Ach, und jetzt auf einmal kommt der Timer fürs Baby. Die feinen Asbestherrchen zerstechen also quasi die Lungenbläschen, wenn ich mich nicht täusche. Das könnte natürlich auch sein. My sisters and I love spending holidays at my grandmother's. I didn't realize it was so Mum could spend a few days without having to worry about keeping everyone safe and alive. Was aber dann zu einer Lungenentzündung führt. Denke ich mal, wenn die Alveolen, also die Lungenbläschen, dann quasi zerstochen werden. Ich glaube, dann ist. Die werden ja, glaube ich, nicht richtig zerstochen. Sondern ich glaube einfach, das Gewebe geht kaputt. Die Surfactants gehen kaputt. Die kommt mit Sicherheit mit. Surfactant ist dann quasi die Oberfläche, die für die Dehnbarkeit der Lungenbläschen zuständig ist. Die geht wahrscheinlich kaputt und dann ist die Dehnbarkeit nicht mehr gegeben, der Sauerstoffaustausch ist nicht da. Es entsteht Schleim, Lungenentzündung geht mit dem Schleim einher. Das wäre eine... Oh Mann, wie heißt das Wort? Exazerbierte Lungenentzündung, also mit Schleim einhergehende Lungenentzündung. Ja. Aber ja, die Härchen sind halt das Problem. Die sind so fein, die lagern sich dann auf das Gewebe ab. Und zerstören halt einfach vieles. Ja, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Braucht man nicht. Jetzt müssen wir mal das Zeug hier craften. So. Digitalax. Blutgift. Und sonst können wir noch nichts machen. Ja, wir brauchen die Süßkartoffeln. Schränke, Schrankoberseiten, wo du es am wenigsten erwartest. Hier machen wir mal ein paar Heilsalben. Auch schon wieder viel zu viel. Ja. Gerade noch mal kurz gegoogelt, okay. Vernarbt einem das Lungengewebe. Mhm. Genau, und wir wissen ja, alle Narben machen das Gewebe fest. Wie gesagt, die Dehnbarkeit der Alveolen sind nicht mehr gegeben. Sauerstoff bzw. Stoffaustausch ist ja nicht nur Sauerstoff, ist ja Kohlendioxid, das ausgetauscht wird, ist dann nicht mehr gegeben. Dietriche. Oh, wir haben sogar fast keine Dietriche mehr gehabt. Dietrich. Das Opfer sieht sich gezwungen, über Hunde zu reden und irgendwann kommt es zur Gewalt. Füllt ihn mit Drogen, um sie für kurze Distanz zu verabreichen. Mhm. Freu ich nicht. Mein Asbestschein ist schon ein paar Jährchen her. Was ist ein Asbestschein? Darfst du mit Asbest arbeiten? Oder hast du mit Asbest gearbeitet und hast deswegen einen Schein? Eins von beiden. K.O.-Saft. Nee, sonst haben wir nichts mehr, was wir gebrauchen könnten. Windel haben wir. Babymilch haben wir auch, okay. Gegenmittel für... Ja, ich dachte... Ach hier, was fehlt denn noch? Unik! Okay, da können wir zum Allzweck... Menschen gehen. Bisschen einkaufen und vor allem auch verkaufen. Das können wir eigentlich verkaufen, weil... Ja, der Schein, der mir erlaubt, mit Asbest zu arbeiten zur Entfernung. Ah, okay. Ja, ich glaube, mit Asbest ist halt wirklich nicht ohne. Da brauchst du halt... Das sind ja schon, also ich glaube, FFP3,
FFP3 ist da, glaube ich, auch schon zu nicht ausreichend genug, oder? Da braucht man schon Masken mit Luftfilter. Oder sehe ich das falsch? Brauchen wir das ein? Ja, das können wir verkaufen. Die Teile. Ja, das Zeug ist echt nicht lustig. Nee, definitiv nicht. Das braucht man echt nicht. Zerfetzter Regenmantel. Behalten wir das nochmal. Obwohl, eigentlich kann man es behalten. Das gibt 70. Ich weiß ja nicht so recht. Ja, komm, verkaufen wir es. Momentan brauchen wir es nicht. Und wenn wir es im Notfall wirklich brauchen sollten, kaufe ich es einfach wieder. So. Ah, wir haben leider keinen Scotch mehr. Scotch könnte man echt gebrauchen. Oh, das ist zu. So muss das sein. Schreibtisch durchsuchen. Meinen eigenen Schreibtisch muss ich aufknacken. Was? Warum habe ich das vorher noch nicht gesehen? Du Bitch. Als wäre es nicht schlimm genug, dass du gegangen bist, du musst das auch noch meine Notizen mitnehmen. Es amüsiert dich sicherlich sehr, dir vorzustellen, wie ich hektisch versuche... Echt? Und halt ganz Körperschutzanzug und bei Innenarbeiten den Raum unter Vakuum setzen. Bei Innenarbeiten den Raum unter Vakuum? Wie setzt man einen Raum unter Vakuum? Und wie atmet dann? Das ist wie so ein Labor... Hä? Unter Vakuum setzen? Es amüsiert dich sicherlich sehr, dir vorzustellen, wie ich hektisch versuche, unsere Formeln wieder herzustellen. Wie kannst du es wagen, ein konkurrierendes Geschäft zu eröffnen, nach allem, was ich für dich getan habe? Als ich dich aufgenommen habe, warst du nichts weiter als eine Verkäuferin. Ich nehme an, du denkst, du kannst mich so behandeln, nun da du dir Sir Robert geangelt hast. Und wie schnell du ihn dir geangelt hast. Aber wie lange hält ein ernstzunehmender Mann deine Stimmungen aus? Eines Tages wirst du allein sein, ohne Beschützer. Wenn genug Zeit verstrichen ist, dann komme ich dich holen. Ich will, dass du immer an mich denkst. Falls du doch wieder zur Vernunft kommst und nach Hause kommen willst, werde ich warten, aber nicht sehr lange. Anton, das ist Dr. Verloc. Ah, da ist jemand. Da kam jemand nicht mit der Trennung wirklich klar. 7. Und das kann ich das nehmen? Nein. We all appreciate what you do. Danke. So, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen shoppen. Ich brauche neue Dinge. Nee, da war nichts. Energiezellen haben wir wahrscheinlich auch schon genug. Alles abdichten so gut wie möglich und den Vakuum sauber Luft rausziehen lassen. Ah. Komplettes Vakuum kriegt man natürlich nicht ja, hin. Ja, genau, das hat mich da ein bisschen verdutzt. Aber geht halt drum, so viel wie möglich sauber abzusaugen, ohne dass irgendwo was rauskommt. Okay. Boah, das ist auch voll die Arbeit, denke ich mal, den ganzen Raum abdichten. Aber interessant, danke. Danke, Wolf. What can I do for you today? So, also verkaufen wir mal hier den Bums. Boah, wir kriegen den vollen Preis. Generell das hier. Auch immer gut bei Asbest. Feucht halten das Zeug, damit die Fasern gar nicht groß fliegen können. Ja, ja, stimmt. Da hast du recht. Scotch haben wir. Hier, Schallplatte. Marschierwasser braucht man nicht. Halluzinex braucht man wahrscheinlich auch nicht. Hier diese Pfeile.
Holz und gut was wert. Oh, ich werde richtig reich wieder. Joa, immer gut mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja, definitiv. Mich interessiert das ja auch. Du hast einfach mehr Ahnung und gerade mit dem Technischen oder so. Deswegen, ich kenne mich mit Medizin aus und du kennst dich mit dem Handwerklichen aus. Wir ergänzen uns einfach wie Spiegelei und Bacon. Oder, Pommes mit Ketchup. Oder... Müsli mit Milch. Passt. Was haben wir noch zu verkaufen? Ich glaube nichts mehr. Nee, das brauchen wir auch nicht. Weg damit. Ich mach den so bankrott jetzt hier. Ich kauf seinen ganzen Laden. Ah, Mist, ich muss ja wieder Sachen einkaufen. Ja, gut, hier. Nimm. 757. So reich ist keiner in diesem Städtchen. Nur ich. Aber gut, was brauchen wir? Curry und Wurst. Curry und Wurst, genau. Du sagst es. 11 Zucker. Haben wir Mehl? Brauchen wir Mehl? Teeblätter? Mehr hat er nicht. Brauchen wir Mehl? Zucker brauchen wir auf jeden Fall. Dexi braucht Zucker. Und Sanitol. Wir brauchen Honig. Honig kriegen wir von Dings. Ja. Wir könnten in den Kleiderladen gehen. Da gibt's bestimmt gepolsterte Dingens. Anti-Stechdinger. Und dafür brauchen wir... Ja, immer noch die Süßkartoffeln. Okay. Dann gehen wir mal... Dennoch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ab um die Ecke. Änderungsschneider. Genau, die hat wahrscheinlich auch noch was. Aber eigentlich wollte ich... Oh, der ist wieder so weit weg. Können wir da... Ja, da können wir kurz hinreisen. Zum Chemikerladen und da nochmal alles. Olaf! Nochmal alles kaufen. Was der Laden so hergibt. Wo geht's hier raus, verdammt nochmal? Ach, da. Oh, das Internet ist wieder wahnsinnig schlecht. Stopp! Was war denn das jetzt gerade? Stop! In the name of the law! There! That's the one that did it! Gucken, ich hoffe doch, dass sich das Internet wieder einkriegt. Oh, wir müssen ja die Bobbys noch. Geil, hier könnte ich ganz viele Bobbys. Ach, Werbung kommt. Ah, schon wieder was verpeilt. Werbung kommt, bis gleich. Oh, das Internet kackt wieder maximal ab. Was machen wir? Vielleicht kommt bei euch jetzt auch wieder nur Gestotter raus. Ich würde sagen, wir machen hier vorerst mal kurz Schluss für diese Folge. Warten ab, bis das Internet wieder besser wird. In der Hoffnung, dass es in 5 Minuten der Fall ist. Und dann starten wir mit der nächsten Folge mit mehr Energie durch. So ist der Plan. End the episode. Ja, wir haben jetzt also die Quest mit den Hexen erfolgreich beendet. Wir haben jetzt das Digital Lachs bekommen.
Ein Gift, aber auch etwas, das uns scheinbar die Augen öffnet. Ich bin gespannt, was es uns die Augen öffnet und beim nächsten Mal werden wir erstmal ganz viel Bobby-Hypophysensaft uns ergattern. Eklig wird's. Da muss ich erstmal aufstoßen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Hoffentlich mit einem besseren Internet. Aber ich bin guter Dinge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Andrew Fox. Fox out. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox.